Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Oh. Was? Tja. Hey. Wir sind im Vorteil. Du kannst nicht fliehen. Hey, was? Oh. Häng den Gegner ab. Ich mach weiter. Aus dem Weg! Wir sind eine Mauer! Ich habe nie mehr Zeit! Ich muss weiter! Der Depp ist tot! Bildet eine Mauer! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter!
Hey! Aus dem Weg! Sterben! Beschützt den Nepp! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Ich schlitze dich auf! Ihr hier! In der Rede! Wir schaffen nie mehr Zeit! Ich muss weiter! Keine Hände! Hört auf! Ich habe dich im Traum gesehen. Du allein bist aus der Duat zurückgekehrt. Du hast es gesehen? Heth und seine Frau, Ramses Sohn, Kuis Götter, Septimius. Ich war da, aber ich habe es nicht verstanden. Dann kann ich dich vielleicht mit dem Segen des Tod durch dieses Chaos hindurchführen. Ein Krieger, der Anubis Ruf folgt. Er opfert die Liebe der Pflicht. Doch du und deine Geliebte werden in den ewigen Gefilden nicht getrennt sein. Ein Sohn, trotzig, der sich weigert, dem Weg zu folgen, den sein Vater ihm im Sand geebnet hat. Ein Führer muss kein Tyrann sein, Bajek. Cäsar, Ptolemäus, Flavius, Unterdrückung, Furcht. Du arbeitest in den Schatten, aber du dienst dem Licht. Ein alter Mann, verlassen und ängstlich. Doch jeden Tag ehrst du die Götter mit deinen Worten, deinen Taten. Ihre Lektionen werden dir nicht durch die Finger rinnen wie tausend Sandkörner. Das schwarze Herz, verdorben, stinkend, das ist nicht dein Schicksal. Du wirst die Duat ohne deinen Feind betreten, Bajek. Und du wirst Ruhe finden. Danke, Besa. Das ist ein Trost für mich. Ich bin Ptah. Ich entsteige der wässrigen Stille des Nu. Die Natter frisst sich selbst. Stück für Stück. Wow. Das Relikt bringt nur Verderben. Isidora kann nicht glauben, dass das der Wille der Götter ist. Oh.
alle wieder elf. Ha, war wohl doch nicht. Das kann nicht sein. Spielt mit meiner Wahrnehmung. Ich muss sie finden. Verschlossen. Was auch immer ihre Beweggründe waren, sie müssen hinter dieser Tür liegen. Als Gemahlin des Verborgenen behält sie ihre Geheimnisse bei sich. Oh. Nach Echnatons Herrschaft stellte sein Sohn Tutanchamun die Amun-Tempel wieder her. Er gab die Sphäre den Priestern. Sie hatte das Relikt die ganze Zeit. Einfach.
Auf ihrer Suche nach Gleichgewicht und Wahrheit könnte sie Zahllose töten. Das hätte... Sie will beenden, was ihre Mutter begonnen hat. Ein Ritual, um die Ma'at im Grab eines längst vergessenen Pharao wiederherzustellen. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ich muss weiter! Position gerecht.
erstmal. Du hättest nicht zu verlieren. Aber diese Sphäre verdirbt alles, was sie berührt.
Ihr Nifty-In. Ihr Nifty-In. Verfolgst du mich jetzt wie gewöhnliche Beute? Bayek. Gebt mir die Sphäre. Ich will euch nicht töten. Meine Mutter sagte mir, dies wäre unsere Rolle. Die Ma'at wiederherzustellen und Amun auf seinen Thron zu heben. Dafür wurde ich geboren. Deshalb musste ich mich verstecken und zusehen, wie sie ihre Kehle aufschlitzten. Damit ich die Stärke habe, Amuns Willen zu erfüllen. Oh, das ist keine Stärke. Das ist Barbarei. Ihr Nifty-In. Das muss enden, Isidora. Ihr verratet Amun, euer Volk, eure Pflicht. Doch ich erfülle die meine.
Sein Vater, Echnaton, vererbte ihm die Sphäre. Tutanchamun wollte das Gleichgewicht wiederherstellen. Er gab sie den Priestern des Amun. Aber Isidora verzerrte das Ritual im Namen der Rache. Sie verriet ihre eigenen Götter. Bist du ein Dieb? Ein Grabräuber? Hast du die Toten bestohlen? Die Götter? Völlerei, Trunkenheit, Maßlosigkeit. Leg die Wollust deiner Augen.
Mond wählte dich. Ich verstehe es nicht. Das war mein Geburtsrecht. Meine Rache. Wieso erhörte er meinen Schrei? Wieso gab er mir die Macht zu beenden, was sie begonnen hat? Und lässt mich dann scheitern. Amun gab dir keine Macht. Er gab dir eine Wahl. Die Feder der Ma'at. Nein. Mein Herz ist zu schwer. Glaubst du, dass Amun mich beschützt? So leicht es ist, das Falsche zu tun, so leicht ist es für Amun, gnädig zu sein. Sein Zorn vergeht in einem Moment. Sein Atem kehrt zurück mit Gnade. Möge der Verborgene dich begleiten. Der Herr der Duata erwartet dich. Setz mich ab. Lass mich runter. Ich glaube, ich schaffe es alleine. Meinst du? Ich dachte einst, ich hätte niemanden mehr auf der Welt. Nun bin ich ein Nachfahre von Ramses dem Großen. Und ich habe eine unvorstellbar große Familie. Ein sehr kleiner Preis. Danke, Nap. Was wirst du nun tun mit diesem Horror? Bei Rehs Licht, ich will das alles nicht. Ein Grund mehr ist zu nehmen. Du weißt besser als jeder andere, was es kann. Begrab es und alle Erinnerungen daran. Nun gut. Aber nicht hier. Keine Geheimnisse mehr in diesem Tal. Ah, eines muss es noch geben. Du stellst die Ma'at wieder her und gehst. Wenn es das ist, was du willst, von dir wird niemand erfahren. Von mir. Hey! Bayek! Wir treffen uns wieder in den Gefilden der Binsen. Dafür sorge ich. Alles ist gut. Wir brauchen keine Hilfe. Wir werden hier alles zumachen. In einem Moment.